Mein Name ist Roland Müller, bin 65 Jahre alt, habe 30 Jahre in der Leipziger Volkszeitung gearbeitet, danach hier im Museum 7 Jahre und betreue diese Linotype, die hinter mir ist. Und das macht mir viel Freude. Das Besondere an einer Linotype ist, dass sie durch Matrizen, die wie bei einer Schreibmaschine, also schnell abgerufen werden können, die mit Blei ausgefüllt eine Zeile entstehen lassen. Das ist das Besondere und in einem Tempo, wo der Schriftsatz auch gar nicht mehr hinherkommen kann. So, und das Zweite ist, man hat dadurch auch die Seitenanzahl vergrößern können. Durch diese Maschine wurde die Zeitung interessanter, deckte sämtliche sagen wir mal, Sparten ab, Wirtschaft, Sport, Kultur, Rätsel meinetwegen, und fand auch mehr Abnehmer. Und in dem Zusammenhang war Platz entstanden für Anzeigen. Anzeigen machen ja erstmal das Geschäft aus. Und das, finde ich, sind die beiden positiven Punkte, dass also mit Zunahme der Zeitungsseiten auch die Anzeigen geschaltet werden können, was also, sagen wir mal, lohnenswert macht. Also Zeitungsverlage mit dieser Maschine würden sehr schnell reich. Als die Mauer fiel, da waren alle gespannt, da war ich zufällig auf dem Dienst. Ne? Da kam die Frau Dittmann, die kam und sagt, Herr Müller, die Regierung ist gerade zurückgetreten. Setzen Sie bitte. Erich Honecker ist soeben zurückgetreten. Da war ich der Erste, der das erfahren hat, nach der Redakteurin. Lief es richtig kalt den Rücken runter. Die Drucker, die haben auf diesen Moment sich gefreut. Die wissen ganz genau, also ich rede jetzt von den Druckern, ne? Da war keiner dabei, der gesagt hat, nee, das tut man nicht, das ist ja, also wir versuchen es nur mal mit unseren Mitteln, also zu bestreiten oder so, also das war eine euphorische Stimmung, das können Sie sich nicht vorstellen. Bis dahin hatte die SED-lastige Stelle, hatte sich ein bisschen zurückgehalten. Die haben bis zuletzt gehofft, dass das nicht klappt, dass es eine Konterrevolution ist und so haben die das abgestempelt. Ne? Das Volk, das hat nur gestört, ne? wir kriegen das schon hin, so in der Art, oder die Würfel wären schon längst gefallen. Na gut. Das war also die Zeit, dann war die Wende gekommen. Und die Wende brachte es mit sich, dass Axel Springer, der uns als Filetstück entdeckt hat, nun das modernste, was Europa zu bieten hatte, aufgestellt hat. Mit Springer haben wir einen Macintosh-Computer bekommen. Und diese Computer waren damals schon Weltspitze und wir waren dadurch auch mit der Druckerei europaweit die modernste Einrichtung, was die Presse anbelangt. Ja, da war ich dann nach der Arbeit mit der Linotype, wo das noch so am Anfang war, war ich dann danach 2-3 Stunden im Nebenraum und habe die Computer bedient, gelernt, an den Computern zu arbeiten. Und da spätestens merkte ich, dass das was völlig Neues war. Ist ja klar, von der Dreidimensionalität, wie die Linotype eine war, hat man dann nur den Bildschirm gehabt. Und dann umdenken, dass es alles eine Datenleitung sind, dass es keine Buchstaben mehr sind, die ruhig mal runterfallen können, dass man sich aufhebt. Das ist alles hier irgendwo in Nirvana, wenn du weißt nicht, wo du suchen sollst. Ne? Und das fiel viel schwer. Die Ursachen der Crashs, die im Computer und so weiter durchaus mal vorkommen, dass man die Herr wird. Na gut, wir rückten dann immer mehr zusammen, der Redakteur und wir. Die Redakteure, die hatten plötzlich gemerkt, dass sie nicht mal so die Intelligentesten waren, dass sie von oben herab, uns. Jetzt war es so, dass wir alle auf Augenhöhe waren. Herr Müller, sagen Sie mal, wie wird denn das freigegeben? Frei Layout nannte sich das. Ja? Meine Bildunterschrift, die kriege ich gar nicht weg. Ja? Dann kam ich in sein Büro rein und habe dann das hier dann erklärt. Und so wuchsen wir ein bisschen zusammen. Und das war die Schöne an der ganzen Sache. Aber jedenfalls habe ich mich selber richtig wohl gefühlt. Ja, jetzt bist du drin, in der neuen Zeit. Ne? Und also es ging anderen anders, ist mir schon klar. Also viele waren verzweifelt, schlaflose Nächte gehabt und alles. Aber ich wusste genau, Gott sei Dank. Dazu kam noch, dass die äußeren Bedingungen, der Lärm, der Staub, die Hitze und der Schmutz, ne, durch Öl und so weiter und Späne, dass das gar nicht mehr warm war. Klimatisierte Räume, Kaffeemaschine war in der Nähe, ein riesen Bildschirm für die aktuellen Nachrichten und dann die Chefsekretärin in der Nähe. Also das ist schon was Feines gewesen. Ne. Ja, und das hielt dann an, bis man anfing, am Personal zu sparen. Die Auflagen gingen zurück, Konkurrenz schläft ja nicht. Und mit dem Rückgang der Auflagen waren die Anzeigenpreise auch runtergegangen. Und das ging so weit, dass man nachdachte, hier Löhne zu kürzen. Wir haben zwar Tarife vertraut, aber die müssten neu verhandelt werden und. War also ein großer Arbeitskampf einhergegangen. Aber letztendlich zog man in der Reißleine und hat Leute entlassen.
Dann habe ich eine schöne Abfindung bekommen und alles, um das mal kurz zu machen, oder arbeitslos. Und der Rest war, dass ich ja, mich beworben habe in dem Museum und so schloss sich der Kreis wieder. Ich bin wieder an meiner Maschine, die ich auch in der LVZ vorgefunden habe. Diese hier, die Nummer 13, war sie auch in der LVZ. Und das kommt mir jetzt im Museum zugute, weil ich weiß genau, wie die tickt. Ne? Und diese werde ich nicht überstrapazieren, dass sie noch lange den Besuchern erhalten bleibt, dass man sie vorführen kann. Denn zu so einer Maschine gibt es kaum noch Ersatzteile.